Hi, ich bin Emily und mein Hobby ist das Töpfern. Ich wollte mir unbedingt mein eigenes Geschirr herstellen und wie ich das gemacht habe, siehst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! Als erstes habe ich ein bisschen Inspiration gebraucht und dafür fand ich das Handy ganz praktisch. Und zwar kann man auf Pinterest, wenn man das Thema Töpfern oben eingibt, einfach schon ganz schön viele Inspirationen und tolle Töpferwerke finden. Und ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, eine Schale zu machen, weil ich gerne so eine Art Frühstücksschale wollte, weil ich morgens immer gern Müsli esse. Und ich gedacht habe, das wäre eigentlich cool, wenn das dann meine eigene selbstgetöpferte Schale wäre. Nachdem ich dann wusste, was ich töpfern möchte, habe ich mich auf den Weg in einen Keramikbedarf gemacht. Beim Keramikbedarf gibt es einfach alles, was man benötigt, rund ums Thema Töpfern und Glasuren. Und da kann man sich eigentlich auch immer ganz gut vor Ort beraten lassen. Ich habe mich dann erstmal auf die Suche nach einer geeigneten Gipsform gemacht. Eine Gipsform hilft einfach, eine schöne Form beim Töpfern herzustellen. Wie genau das geht, seht ihr später. Dann habe ich mich noch auf den Weg zu den Glasuren gemacht. Da gab es richtig viel Auswahl und da konnte ich mich auch gar nicht nur für eine Glasur entscheiden. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach zwei Müsli-Schalen. Einmal in der Farbe Pyritweiß und einmal in der Farbe Morganit. Und als Werkzeug habe ich beim Keramikbedarf eigentlich nur einen Tonschneider benötigt. Und als allerletztes natürlich die Basis beim Töpfern. Erstmal einen Ton. Da habe ich mich für einen Steinzeugton entschieden, der schamottiert ist. Vielleicht fragst du dich gerade, schamottierter Steinzeugton, was ist denn das? Ton ist nicht gleich Ton und es gibt viele verschiedene Tonsorten. Und genau das kann am Anfang total verwirrend sein. Deshalb erkläre ich dir mal, was du beim Tonkauf beachten solltest. Wenn du Geschirr herstellen möchtest, wie ich zum Beispiel die Müsli-Schalen, eignet sich am besten Steinzeugton dafür. Steinzeugton ist ein Ton, der zwischen 1200 und 1300 Grad gebrannt wird. Apropos brennen. Wenn du keinen eigenen Töpferofen hast, kannst du trotzdem Keramik herstellen, denn du kannst deine Werke einfach zu einem Brennservice geben. Und wenn du auch einen Brennservice in deiner Nähe finden möchtest, schau mal auf diese Website hier vorbei. Der offensichtlichste Unterschied beim Ton ist natürlich die Brennfarbe. Da gibt es ganz verschiedene Farben, zum Beispiel hellbrennenden Ton, dunkelbrennenden Ton, aber auch rotbrennenden Ton. Und es gibt sogar Ton mit Spots. Das ist Ton, der kleine schwarze Pünktchen dann hat. Ich habe mich einfach für einen hellbrennenden Ton entschieden. Und dann gibt es da noch den Schamotte-Anteil beim Töpfern. Schamotte ist bereits gebrannter Ton, der gemahlen wurde und dann der Tonmasse wieder beigefügt wurde. Es gibt auch Ton ohne Schamotte-Anteil, der ist dann für das Drehen einer elektrischen Töpferscheibe geeignet. Und wenn man, wie ich, eine Müsli-Schale mit Hilfe von einer Gipsform herstellen möchte, eignet sich auf jeden Fall ein Ton mit einem Schamotte-Anteil. Und so habe ich mich also für einen schamottierten Ton entschieden und weil ich gern auch Geschirr herstellen möchte, für einen schamottierten Steinzeugton, also einen Ton, der für den Brennbereich 1200 bis 1300 Grad geeignet ist. So viel mal zur Theorie. Wie ich die Müsli-Schale getöpfert habe, siehst du jetzt. Als erstes habe ich natürlich den Ton ausgepackt und mit dem Tonschneider eine Scheibe Ton abgeschnitten. Die Scheibe Ton habe ich dann ausgewählt mit dem Nudelholz und die Holzstäbchen waren für mich einfach eine Unterstützung, dass ich die Tonplatte gleichmäßig auswähle. Am Ende hatte ich dann zwei Tonplatten, die habe ich dann in die Gipsform gelegt und miteinander verbunden. Den überschüssigen Ton habe ich dann abgeschnitten mit dem Küchenmesser und dann die Schale erstmal für etwa eine halbe Stunde ruhen lassen. Der Ton ist dann innerhalb der halben Stunde angetrocknet und hat sich von der Gipsform ein bisschen gelöst. Und dann konnte ich die Gipsform stürzen und heraus kam schon meine Tonschale. Die Tonschale habe ich dann noch mit meinen Händen und auch mit einem kleinen Löffel bearbeitet, dass die Oberfläche schön glatt ist. Das habe ich dann natürlich wiederholt, dass ich zwei Tonschalen habe, weil ich ja auch zwei Glasuren ausprobieren wollte. Und die Tonschalen habe ich dann für circa zwei Wochen trocknen lassen. Dann kamen sie auch schon in den ersten Brand bei 950 Grad. Nach dem Sprühbrand geht es ans Glasieren und deshalb noch ein paar Basics zum Thema Glasuren. Man unterscheidet erstmal zwischen Pulver- und Flüssigglasuren. Und wie der Name schon vermuten lässt, sind die Pulverglasuren erstmal pulverförmig und müssen erst noch relativ kompliziert angerührt werden. Und vor allem entstehen bei dem Aufrühren und Anrühren eben Pulverstäube, die die Atemwege belasten und gesundheitsschädlich sind. Flüssigglasuren sind schon flüssig in der Dose, stauben nicht und können so auch die Atemwege nicht belasten.
Vor dem Glasieren musst du dich natürlich noch für eine Glasur entscheiden und da helfen dir die Angaben auf dem Etikett. Links unten auf der Dose findest du Angaben zum Brennbereich. Das ist wichtig, denn der Brennbereich der Glasur muss mit dem Brennbereich des Tones übereinstimmen. Und noch mehr Informationen über die Eigenschaften der Glasur erfährst du über die Piktogramme auf der Dose. Ich habe mich ja für die Farben Morganit und Pyritweiß entschieden und die haben folgende Piktogramme. Sie sind einmal glänzend, halbtransparent und für Tafelgeschirr empfohlen, also genau richtig für meine Müsli-Schalen. Und wie ich die Glasur auf meinen Müsli-Schalen jetzt aufgetragen habe, siehst du jetzt. Nach dem ersten Brand ging es für meine zwei Schälchen dann auch schon ans Glasieren. Und vor dem Glasieren habe ich aber noch meine Schälchen mit einem feuchten Tuch abgewischt. Und dann habe ich schon losgelegt und zwar mit der Glasur Morganit. Die habe ich erstmal mit einem Holzstäbchen gut aufgerührt und dann zwei Schichten von der Glasur aufgetragen. Dann ging es auch schon an die zweite Schale. Da habe ich mich ja für die Farbe Pyritweiß entschieden. Die habe ich ebenfalls gut aufgerührt und dann auch zwei Schichten davon aufgetragen. Die glasierten Schälchen habe ich gut durchtrocknen lassen und sie dann in den Glasurbrand gegeben. Am nächsten Tag konnte ich dann den Ofen öffnen und heraus kamen meine zwei schönen Müsli-Schalen. Sehen die nicht schön aus? Die sind bei mir jeden Tag im Einsatz und ich freue mich immer sehr über meine selbstgemachte Keramik. Das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Töpfern und Glasieren, schreibt sie gern unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!